Und jetzt die Modetrends aus New York. In der Trendmetropole Amerikas präsentiert die britische Designerin und Fußballergattin Victoria Beckham im Rahmen der New York Fashion Week unter den strengen Augen der Modepäpstin Anna Wintour und ihres Ehemannes David Beckham ihre aktuellen Entwürfe für die Saison Frühjahr-Sommer 2015. Weniger kantige Designs als gewohnt und sandtonfarbene Kreationen mit einem gewissen Safari-Schick eröffnen die Runway-Show. Cutouts an den Schultern und breite, in die Teile eingearbeitete Gürtel mit auffälligen Lederschnallen setzen aufregende urbane Akzente. Jute-Entwürfe in Erdfarben mit großen aufgesetzten Taschen geben der Kollektion einen für Victoria Beckham eher ungewöhnlich naturverbundenen Touch. Weiße und schwarze Details setzen wie schon in ihren vorherigen Kollektionen gekonnt geradlinige Kontraste. Die scharfen Schnitte aus der Anfangszeit des 2008 gegründeten Labels wurden aufgeweicht. Weiche, feminine Silhouetten begleiten die Victoria Beckham-Frau durch den nächsten Sommer. Trotz einer entspannten Eleganz verliert die Designerin nie die DNA ihrer Marke aus den Augen und schneidert weiterhin figurbetonte, sleeke Entwürfe, die eine zeitlose Eleganz ausstrahlen. Die kantigen Taschen aus glänzendem Krokoleder sind ein absolutes Must-Have in der nächsten Saison und stammen zusammen mit den flachen Schuhen mit Blumenmuster das erste Mal auch aus dem Hause Beckham. Verspieltes Blumenmuster ist der perfekte Gegenspieler zu den reduzierten Silhouetten und rundet den eleganten Understatement-Look mit einem floralen Finale frühlingshaft ab.